Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir die 85 plus Doppel-Upgrade SBC bekommen. Sie kostet uns in etwa 17.000 bis 18.000 Coins und wir dürfen sie dreimal am Tag abschließen, wenn wir das denn möchten. Okay, gehen wir rein in die Lösungen und danach gibt es natürlich auch noch ein Pack-Opening mit dem besagten 85 plus Doppel-Upgrade Pack und es gibt ja noch so kleine Packs zum Abschluss der jeweiligen SBCs. Okay, 82er Gesamtteam ist die erste SBC und hier haben wir folgende Bedingungen. Wir brauchen zwei 84 plus Spieler, Teamgesamtbewertung 82 und natürlich 11 Spieler. Okay, dann präsentiere ich euch jetzt noch eine Lösung. Ihr könnt natürlich die auch verwenden, die ihr hier bereits sehen könnt oder hier euch dieses Bild einmal kurz pausieren oder screenshotten und dann vom Transfermarkt erbieten bzw. ersnipen. Okay, dann würde ich sagen, geben wir das Ganze ab und dann gehen wir auch schon zur nächsten SBC. Ja, nach ein bisschen Ladezeit können wir hier endlich fortfahren. Teamgesamtbewertung 83 wird in der nächsten SBC von uns gefordert. Und natürlich auch hier wieder 11 Spieler. Und die zweite SBC blende ich euch auch einmal kurz ein. Die Lösung dazu. Okay, und damit hätten wir das auch erledigt. Das Tool findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Könnt es mal gerne auschecken. Es gibt auch ein exklusives Angebot, nirgendwo günstiger. Ja, aber auch damit Werbung Ende und damit auch SBC Ende. Denn wir haben sie jetzt zumindest einmal abgeschlossen. Vielleicht mache ich es gleich noch zweimal hinterher. Ja, ich schaue erstmal, wie es hier für mich läuft. Wir haben ja erstmal noch zwei Trade Packs. Ganz nice eigentlich. Also man kann diese Packs ruhig mitnehmen. Wenn es nicht so ewig dauern würde, schreibt mal gerne in die Kommentare, hab nur ich das oder ist es bei euch auch so super träge auf der PlayStation 5? Okay, erstes Pack ist ja einfach ein ganz normales Goldpack. So. Und Abfahrt. Da war nichts drin. Und dann öffnen wir das Prime Electrum Profis Pack in klein. Ja, hier auch nur nichts der Rede wert. Die packen wir auf den Transfermarkt. Eventuell kann ich damit nochmal was anfangen. Okay, jetzt kommen wir zum Inhalt dieses Videos. 85 plus mal 2. Komm, gönn uns doch hier etwas Schönes. Rechter Flügel, was ist das? Arsenal? Ist das eine Ikone dahinter? Nee, das ist ein Info. Das ist nicht verkehrt. Also bin ich ganz ehrlich, der Trippier, der ist einiges wert, aufgrund dadurch, dass die Informs ordentlich gestiegen sind. Von daher für mich absolut fein. Ich habe hier aus einem 85er Pack ja, einen Inform und mit einem gleichen Rating versehenen Spieler bekommen. Meet 87 beide. Ist okay. Was habt ihr gezogen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Gerne liken, gerne kommentieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.